Der Bachelor, der ist ja auch jetzt da draußen unterwegs. Und zwar schleimt er sich wieder durch die Rosengärten einiger jungen Frauen. Da, ist das jugendfrei? Naja, okay. Also, falls Sie jetzt übrigens gerade den Bachelor schauen sollten, ich möchte Ihnen Folgendes ans Herz legen. Umschalten! So sieht das aus. Und ich habe mir natürlich schon alles davon angeguckt. Also ich habe das Gefühl, der Bachelor dieses Jahr, das ist ein richtig cooler Typ. Ich bin aus Viersen, NRW. NRW, cool. Ich heiße Lara. Lara? Du? Cool. Wir haben echt eine super coole Villa. Cool, wir haben ganz schön viel gemeinsam. Cool. Okay. Ich sehe, du hast ein Tattoo. Cool. Du bist Influencer. Mhm. Cool. Ja, cool. Hi. Cool, hat mich auf jeden Fall gefreut. In Kenia? Wow, cool. Habe ich Backpack Ehrlich? Gemacht. Ja. Sehr cool. Mhm. Das ist cool, oder? Das ist cool, oder? Der ist sehr, sehr cool. Also bei ihm merkt man auch sofort, ein Wort sagt mehr als 1000 Worte. Und wer so schön ist, der muss nicht reden können. Danke. Nehme ich als Applaus. Dann gibt es ja noch die tollen Frauen rund um den Bachelor, die um ihn buhlen. Und die meisten von denen, und das finde ich wiederum bewundernswert, weil da lastet ja unwahrscheinlich viel Druck auf denen, die bleiben ganz, ganz natürlich. Mir ist es sehr wichtig, mein Äußeres. Ich muss sagen, bei mir selbst bin ich auch am kritischsten natürlich. Ich habe nichts Operatives machen lassen, das würde ich auch niemals machen. Davor habe ich viel zu sehr Schiss. Also, ich habe meine Lippen machen lassen und ich habe Botox in der Stirn. Das war's. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen so, als würdest du sagen, ich esse kein Fleisch außer Schnitzel. Und, aber gut, für die einen ist es Botox, für die anderen der einzige Gesichtsausdruck der Welt. Eine andere Kandidatin, und das hat mich wirklich beeindruckt, das ist eine absolute Power- und Superfrau. Die hat schon einiges im Leben erreicht und wirklich viele, viele, viele Erfolge vorzuweisen. I think I'm ready for your sex. Ich war die dritte Miss Wiesbaden und die zweite Miss Marburg und Miss Mermaid, Miss Meerjungfrau. Oder? Das gehört doch in den Lebenslauf. Das ist aber leider natürlich nichts gegen Sie und Ihre Monstererfolge. Ich bin bei der Miss Winterbergwahl 2008 Dritte geworden. Ich habe bei der Miss Fanfest-Meile mitgemacht in Gelsenkirchen und bin da Erste geworden. Und mein größter Erfolg war die Miss Arschgeweih-Körung in Gladbeck in der Mausefalle. Und da bin ich auch Erste geworden. Das war mein größter Erfolg. Die Miss Arschgeweih-Wahl in Gladbeck, in der Mausefalle. Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Ich bin damals nur Zweite geworden. Verdammt! Die Olympischen Spiele! Die Band ist gut drauf. Das tut euch gut mit dieser Lebensfreude. Das strahlt in die gesamte Sendung. Ja, ihr solltet das immer machen. Ey, komm! Wir müssen weitermachen. Das glaubt uns doch hier sonst gar keiner. Also, die Olympischen Winterspiele, die werfen ihre Schatten voraus. Sie stehen vor der Tür und am Freitag geht es schon los mit der Eröffnungsfeier. Ich bin sehr gespannt. Ja? Erschießen die da Leute oder was wird das Rahmenprogramm sein? Nein? Gut. Da wird also schon kräftig geprobt und wir haben jetzt schon exklusives Fotomaterial von der Eröffnungsfeier bekommen. Hier. Ah! Und das finde ich natürlich schön, gerade für uns hier. Ja, wo es ja keinen Karneval geben wird, dass die da so einen Paradewagen schon hingestellt haben. Ich glaube, ja, das wird richtig, richtig lustig. Wie soll man sich das vorstellen? Das ist ein bisschen wie Squid Game, aber auf Chinesisch. Ja? Und sagen wir mal so, die Athleten, die keine Medaille mit nach Hause bringen, die werden halt disqualifiziert. Wir wissen aber jetzt schon, bei den letzten Winterspielen war es wohl so, da hat China nur Platz 16. Hast du recherchiert? Platz 16 gemacht. Also sie hatten viel zu wenig Medaillen. Und deshalb geben die dieses Mal wohl richtig Gas. Ja? Die haben jetzt uns auch schon vorab den ersten Medaillenspiegel von Samstag zugespielt, um einfach zu zeigen, dass... Ja, das ist ja grandios. Guck mal hier. China führt jetzt schon mit summiert, ich glaube, das sind mehr Medaillen, als die Disziplin haben werden, oder? Das ist ja großartig. Das freut mich. Das freut mich. Schön.
entspannte Spiele. Ja, der Westen beäugt die Spiele natürlich. Und dementsprechend gab es auch bei Hart aber Fair von unserem Hardcore-Investigativjournalisten Frank Plassberg genau die richtige Frage für diese angespannte Situation. Erste Frage an Sie nach Peking. Erleben Sie sowas wie gespannte Vorfreude in der Stadt? Ist das schon am Britzeln? Nee, eigentlich gar nicht. Peking ist toll, weil China grundsätzlich ist für Journalisten das Schlaraffenland, denn sie müssen nichts selber schreiben, das meiste bekommt man diktiert. China ist eine absolute Skination, wer kennt's nicht, das St. Anton in China oder das Ischgl und Co. Ich kenn's wirklich nicht, gibt's das? Weiß ich nicht, okay. Sogar der Präsident heißt ja wie eine Skisportart, nämlich Xi Jinping. Wobei, das ist gar nicht Skispringen, was man denkt. Das ist eine neue Sportart, und zwar Ski-Tischtennis. Xi Jinping, kommt von Ping-Pong. Das wissen die wenigsten, muss man Mandarin für lernen. Ist egal. Kleiner Tipp nur für die ausländischen Athleten. Finger weg vom Fledermaus-Sushi. Das wäre ein persönliches Anliegen. So, im NDR, da gibt es das Thüringen-Journal. Und auch da wurde über Olympia kritisch berichtet. Was ich da aber cool fand, die Moderatorin hat eins der hipsten Jugendwörter versucht, in das sehr, sehr langweilige Wort Skilangläuferin zu integrieren. Und das ist wahre Kunst. Nach der letzten Nominierungsrunde fahren insgesamt 14 Sportler aus dem Freistaat nach Peking. Zum ersten Mal dabei sind Biathletin Vanessa Vogt, Skispringerin Pauline Hessler sowie die Skilangläuferinnen Antonia Fräbel und Katharin Sauerbrei. Ja, cool! Und ich muss gestehen, Christian, du bist der Jüngste, oder? Von euch allen, oder? Schisch, weißt du, wie man Schisch einsetzt? Schisch? Ich wusste es bis jetzt nicht, aber das ist jetzt endlich Schisch, Langläuferin. Warum macht man das eigentlich? Wer ist, warum mache ich so? Ist das die Nadel, die man sich in den Arm drückt? Oder wofür sage ich Schisch? Weiß das jemand? Irgendjemand? Für 50 Euro? 100 Euro? Irgendjemand? Seid ihr alle so alt? Vergesst es. Schisch. Geil. Bisschen cringe, der Onkel, ich weiß. Ein Glück hat sie nicht noch Nice-Läuferin gesagt. Da wäre ich als Boomer komplett draußen. Aber ja.